Ja, hallo, mein Name ist Dieter und auf meinem Kanal Was esse ich heute? Zeige ich mein Rezept Schmorkohl mit Kassler und Bratkartoffelchen. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Was brauchen wir dazu? Kartoffel, die habe ich schon mal geschält und 20 Minuten vorgekocht. Ein Weißkohl, Öl zum Anbraten, Essig, bisschen Petersilie, natürlich Kassler, Speck für die Bratkartoffel, Zwiebeln, Knoblauch, Kümmel, Pfeffer, Muskat, ein Mörser, wo ich den Kümmel ein wenig zerkleinern kann, Paprika und Salz. Des Weiteren ein Topf, eine Pfanne, ein Brett, ein Messer, um den Weiß zu zerkleinern. Das war schon. Okay, legen wir mal los. Als erstes nehmen wir uns den Weißkohl und werden diesen halbieren. Da immer ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht schneidet. Dann werde ich den Weißkohl von den nicht so schönen Blättern befreien, die mir nicht so gefallen. Und das sieht schon gut aus. Und den Strunk entfernen. Auch da aufpassen, dass man sich auf keinen Fall schneidet. So. Und wenn hier noch Blätter sind, die nicht so schön sind, dann nehme ich auch weg. Dann haben wir den ersten. Und jetzt nehmen wir die zweite Hälfte. Man kann natürlich auch, um es einfacher zu machen, den Weißkohl vierteln. Dann hat es man leichter mit dem Strunk. Dann kann man nämlich den Strunk einfach so rausschneiden. Und dann wieder die Blätter, die sie nicht so schön sind, entfernen. So, mit dem genauso. Einfach den Strunk hier rausschneiden und die Blätter, die nicht so schön sind, weg. Dann werde ich den zerkleinern. In der Zeit kann ich aber schon mal den Topf anmachen. Den werde ich erstmal auf großer Hitze erhitzen. Und Öl reinfüllen, nicht so sparsam sein. Und den Weißkohl zerkleinern. Der muss jetzt nicht zu klein sein. Der fällt ja noch in sich zusammen. Einfach hier in grob mundgerechte Stücke schneiden. Alles kein Hexenwerk. Und dann schon in die Pfanne geben. Jetzt ein bisschen kleiner machen, auf 5 und weiter geht's. Wir wollen ruhig ein bisschen Farbe an den Weißkohl bringen, denn Farbe sind Röstaromen und Röstaromen geben Geschmack. Wie man sieht, da wo der schon so von alleine zerfällt, da muss man sich gar keine Mühe geben, den noch zu schneiden. Nur wenn er zu groß ist, einfach ein bisschen zerschneiden.
Die fallen ja später hier sowieso so auseinander. Und das machen wir jetzt mit dem ganzen Weißkohl. Jetzt muss man Geduld haben und den Weißkohl von allen Seiten schön anschmoren, anbraten, dass er überall ein bisschen Farbe kriegt. Währenddessen der Weißkohl schmort, nehme ich mir schon mal das Kassler und werde dieses in der Pfanne anbraten. Dazu heize ich auch die Pfanne schon mal vor, gebe damit schon mal ein bisschen Öl hinein. In der Pfanne machen wir ja später sowieso auch die Bratkartoffeln. Ich werde mir schöne Scheiben schneiden, nicht zu dick. Wir sind 3 Personen und das Essen soll für 2 Tage sein. Also hätte ich gerne 6 Scheiben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt gucken, dass ich hier relativ gleichmäßig runterschneide. Und die werde ich jetzt anbraten. Dazu die Pfanne wieder runterstellen. Bevor ich jetzt nichts tue, kann ich schon mal die Bratkartoffel in Scheiben schneiden. Wie gesagt, die Bratkartoffel, die habe ich schon mal 20 Minuten vorgekocht. Die sind natürlich noch fest. Aber nicht mehr roh. Man kann natürlich auch Bratkartoffeln aus rohen Kartoffeln machen. Aber ich mache mir halt lieber welche, indem ich einfach die Kartoffel 20 Minuten ohne Salz in Wasser vorkoche. Schneide ich mir hier Scheiben, gar nicht so ganz dünn. Der Weißkohl schmort schön, Kassler wird schön angebraten. Jetzt werde ich schon mal die Zwiebeln, die ich schon geschält habe, in Würfel schneiden. Ich habe jetzt 2 Zwiebeln und 2 Knoblauchzehen. Dazu werde ich einfach die Zwiebel halbieren und einschneiden. In der Mitte nochmal einschneiden und Würfel runterschneiden. Nachdem ich den ganzen Kassler angeschmort habe, werde ich das gute Fett in den Topf geben. Nochmal rühren. Wie man sieht, hat der Weißkohl schon schön Farbe angenommen. Vielleicht ein bisschen runterstellen. Nicht erschrecken. Wenn es für den einen oder anderen so scheint, als wäre verbrannt,
Das lösen wir gleich. Das ist halt purer Geschmack. Jetzt hat der Weißkohl sein Wasser abgegeben. Und damit ich das alles vom Boden lösen kann, werde ich den Weißkohl jetzt ablöschen mit Wasser. Das Wasser löst mir jetzt den ganzen Röstaromen vom Boden. Immer schön geduldig sein und nicht erschrecken. Herrlich. Jetzt werde ich die 1,5 Zwiebeln schon mal hinzugeben zum Weißkohl. Und die Knoblauchzehen. Eine große oder zwei kleine. Oder wie jeder mag. Wer keinen Knoblauch mag, na, der lässt ihn einfach weg. Ich mag sehr gerne Knoblauch. Den geben wir auch hinzu. Nach Möglichkeit alles. Derweil habe ich mir schon mal eine Kasserolle hier hingestellt. Ich werde den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Ober-Unterhitze. Und werde jetzt meinen Schmorkohl in die Kasserolle geben. Jedenfalls erstmal die Hälfte in die unterste Schicht. Also ungefähr die Hälfte, dass ich unten eine schöne Lage habe. Dann werde ich meinen Kassler oben drauf drapieren. Schön hier so verteilen. Und den Rest von meinem Weißkohl auf das Kassler geben. Ein bisschen verteilen. Jetzt werde ich Tomatenmark für die Soße ein wenig karamellisieren bzw. ein bisschen anschwitzen, damit die Säure rausgeht. Wieder ein bisschen Öl.
Und jetzt Pfeffer bzw. Salz. Dann schwarzer Pfeffer. Paprikapulver. Ich nehme wieder Edelsüß. Man kann ja natürlich nach Geschmack auch scharf nehmen. Und ein bisschen mit Brühe ablöschen. Wer keine Brühe hat, der nimmt halt Wasser oder Instantbrühe. Naja, aber wie ihr wisst, mache ich mir meine Brühe ja selbst und die verwende ich auch sehr gern. Das kann schon mal in den Ofen, dann steht das hier nicht im Weg. Jetzt nehme ich mir den Mörser und den Kümmel und werde mir ungefähr einen halben Teelöffel mörsern, weil Kümmel macht fettiges Essen sehr viel mehr verträglicher. Da man nicht jeder Kümmel mag und schon gar keiner Kümmel zwischen den Zähnen haben möchte, mache ich das ein bisschen klein. Oh, ich liebe den Duft von Kümmel. Ganz pulverisieren, aber so schön angenehmer. So, jetzt löse ich das Tomatenmark auf. Kann man ja schön sehen. Die auch mal ausmachen. Jetzt noch einen Schluck Essig. Und natürlich das Fett, wo ich den Kassler zwischengeparkt hatte. Das ist noch sehr guter Geschmack. Und jetzt würde ich die leckere Soße über meinen Schmorkohl geben. Und das Ganze jetzt für circa 30 Minuten in den Backofen schieben. Bei 180 Grad oberen Unterhitze. Nachdem der Weißkohl circa 15 Minuten im Backofen ist, werde ich wieder die Pfanne erhitzen für die Bratkartoffel auf Stufe 5. Öl hinzugeben, auch wieder nicht so knapp. Ein bisschen warten, bis das Öl erhitzt ist. Aber in der Zwischenzeit schon mal die letzte halbe Zwiebel kann ich schälen bzw. schneiden. Und
oder würfeln. Oh, jetzt die Bratkartoffel in die Pfanne geben. Wichtig dabei, dass die Bratkartoffel nicht zu viele sind in der Pfanne. Vielleicht muss ich zweimal Bratkartoffeln machen. Das ist aber nicht schlimm, weil ich möchte die schon ziemlich schön kross haben. Da muss man sich halt Zeit geben und Zeit nehmen. Währenddessen ich darauf warte, dass der Weißkohl im Backofen fertig wird, habe ich noch eine zweite Pfanne mit Bratkartoffel aufgesetzt, damit ich alles für drei Personen etwa zeitgleich hinbekomme. Okay, also wir sehen uns, wenn die Bratkartoffeln dann in die finale Phase gehen. Bis gleich. So, die erste Lage der Bratkartoffel ist fertig. Weil ich ja relativ viel Fett verwende, nehme ich mir mal hier so ein Küchentuch, damit das Fett so ein klein bisschen abtropfen kann. Und jetzt werde ich mir hier reintun. So, das überschüssige Fett gebe ich zu den anderen Kartoffeln. Und hier werde ich schon mal den Speck anschmoren mit den Zwiebeln zusammen. Aber auf einer etwas kleineren Stufe. Auf 5. Da drüben werde ich die Bratkartoffel schon mal drehen. Ah, wunderbar. Sehr schön. Das kann man so einigermaßen sehen, wie toll die aussehen. Immer schön Zeit lassen damit. Dann behalten die Form. Sehen toll aus, werden schön knusprig, zerfallen nicht. Ah, schon schick. Das duftet auch schon toll hier. So. Die sollen alle nur glasig werden. Und das heißt für mich, ich kann schon mal ein bisschen Petersilie. Dann nehme ich mir hier so eine Handvoll Petersilie, wenn da zu große Stängel drin sind, die mag ich nicht, drauf rumbeißen. Werde ich schon mal die Petersilie hacken. Muss jetzt gar nicht zu fein sein. Ah, ich liebe einfach den Duft. So. Kann ich hier reintun und kann ich mir hier ein bisschen Platz machen. Und ich würde sagen,
Ja, ein klein bisschen Fett brauche ich zurück. Ah, die sehen schon prima aus. Zwiebeln sind schon glasig. Wunderbar. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich anrichte, wieder. Bis gleich. So, die Bratkartoffeln sind fertig. Jetzt werde ich das Weißkohl, also den Schmorkohl, aus dem Backofen holen. Der ist auch fertig. Ah, wie der duftet. Herrlich. Herrlich. So sieht er aus. Backofen kann ich ausmachen. Und dann würde ich sagen, richte ich mal einen Teller an. Das heißt, ich werde mir jetzt einen Teller holen. Natürlich total vergessen, bevor ich anrichte, wollte ich ja mindestens einmal probieren. So, da das jetzt im Backofen war, ist schon mega heiß hier. Kurz in der Soße mal rühren. Nehmen wir jetzt hier mal was. Oh, das ist natürlich mega. Mega heiß. Boah, da muss ich pusten. Das ist gut, da braucht man gar nichts mehr. Okay. Dann kann ich so anrichten. Gut. Dann nehme ich mir als erstes eine Scheibe Kassler. Die ist hier unter dem Kohl versteckt. Die habe ich jetzt nur da rausgenommen, damit ich weiß, was ich mir hier nehmen kann. So, wir nehmen es lecker. Den leckeren Schmorkohl. Dazu nehmen wir jetzt schöne Bratkartoffel mit Speck. Und eine Scheibe von dem leckeren Kassler. Hier auf die Seite. Und noch ein bisschen Brühe. Herrlich. Über die Kartoffel. Wunderbares Essen. Ein bisschen Angeberpetersilie. So sieht's aus. Das ist mein Weißkohl, mein Schmorkohl mit Bratkartoffel und Kassler. Ich lasse mir das jetzt schmecken. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wie immer, über ein Abo würde ich mich freuen. Einen Daumen nach oben oder wenn ihr weitere Videos von mir guckt. Und ansonsten sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.